Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir wollen uns jetzt mal der Rekrutierung von Archangel widmen, dem Held in Strumpfhosen, Rächer der Enterbten und Schrecken aller Missetäter oder was auch immer, ich weiß es nicht. Wir werden ja erstmal sehen müssen, wer Archangel überhaupt ist, denn das wissen wir momentan überhaupt nicht. Wir wissen bloß, dass er auf Omega ist und dort ein bisschen für Ärger sorgt, weil er sich nicht so wirklich an die Gegebenheiten von Omega hält. Er führt quasi Krieg gegen alles und jeden und das finden die Söldnergruppen dort nicht so geil. So, wir begeben uns mal direkt nach Omega wieder. Andocken. Und dann schauen wir mal. Wir müssen uns ja erstmal vorgeblich selbst einschreiben in die Rekrutierungslisten der, ich weiß gar nicht, was für eine Söldnergruppe das denn eigentlich ist, bei der wir uns einschreiben. Aber die Söldner, die arbeiten ja alle zusammen, um Blood Angel, sage ich schon, Archangel, Entschuldigung, weil es das Blood Pack gibt als Söldnergruppe, um Archangel platt zu machen. Und, ja, also eigentlich ist es egal, für welche Söldnergruppe wir uns da einschreiben. Wir tun so, als ob wir mit dazugehören und Archangel niedermachen wollen und irgendwann werden wir dann, sobald wir ihn gefunden haben, mal die Seiten wechseln müssen. Die Frage ist, schaffen wir es überhaupt lebendig bis zu Archangel hin? Der scheint sich ja irgendwie verbarrikadiert zu haben. So, Mordina will ich mitnehmen und ich glaube Kazumi, warum nicht? Komm, mal ein anderes Team. Haben wir zwar keine Biotika jetzt dabei, aber was soll's. So, Schattenschlag. Sie tarnen sich und schleichen hinter ihr Ziel, um einen vernichtenden Schlag zu führen. Das ist eigentlich ganz witzig, finde ich. So, die Überlastung ist auch nicht schlecht. Da können wir nämlich schon mal Schilde fertig machen. Und ich glaube, auf die Meisterdiebin können wir auch noch was geben. Für Gesundheit und Waffenschaden, das ist gar nicht so schlecht. Weil ich das übrigens noch nicht erklärt habe, diese vierte Skillleiste, die bei allen Charakteren unten auch ausgegraut ist, die ist deshalb ausgegraut, weil wir uns noch nicht um ihre Aufgabe gekümmert haben. Also es wird quasi für jedes Crewmitglied eine persönliche Aufgabe geben. Und wenn wir die erfüllt haben, dann müsste das freigeschaltet werden. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es so war oder ob wir die Gunst der Crewmitglieder erlangen müssen. Es kann auch sein, dass es so ist, dass wir die Gunst erlangen müssen. Ach, jetzt habe ich noch die Rüstung an. Na gut, was soll's. Komm, für die Aufgabe mit Archangel machen wir das jetzt noch in der Rüstung. Und, oder können wir noch zurückgehen? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann egal. Machen wir das so, wie wir jetzt sind. Laut Quarantänebericht wurde die Seuche vollständig eingedämmt, Shepard. Los geht's. Dr. Solos Assistent hat allen Patienten mit Komplikationen geholfen. Ausgezeichnet. Wusste, dass er es schafft. Na klar. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Also, ich habe gehört, dass ein Mensch in die Seuchenzone vorgedrungen ist. Und jetzt gibt es dort jede Menge tote Watcher. Wissen Sie etwas darüber? Tote Watcher? Nein, darüber weiß ich gar nichts. Aha, na klar. Nun, meine Arbeit ist gerade um einiges leichter geworden. Was genau ist Ihre Aufgabe hier? Ich soll die Watcher in Schach halten und dafür sorgen, dass Arya sie nicht zu sehen bekommt. Das war's schon. Für mich gibt's nicht mehr viel zu tun. Aber so wie sich die Watcher vermehren, wird sich das schon bald ändern. Es gibt hier ziemlich viele Watcher. Was haben die für einen Plan? Watcher? Plan? Sie sind eine Plage, sonst nichts. Wenn die anfangen würden zu denken, hätten wir alle ein großes Problem. Ich gehe dann mal. Gute Arbeit. Weiter so. So, haben wir noch mal ein paar Vorbildpunkte abkassiert, für nichts eigentlich. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Aber wir müssen auch ja mal ein bisschen die Früchte unserer Arbeit ernten hier. So, und irgendwie stehen seit Jahr und Tag immer dieselben Leute vor dem Afterlife und wollen rein und dürfen nicht. So, ich weiß gar nicht, ob wir noch mal kurz zu Arya gehen wollen. Vielleicht hat sie ja noch irgendeinen Kommentar dazu, zu sagen, dass wir jetzt Mordin gefunden haben und uns um die Lage gekümmert haben, um die Krankheit, weiß ich nicht. Arya hat einen Job, der erledigt werden muss. Lust auf ein bisschen Arbeit? Klar, warum nicht? Das kommt darauf an, was Arya so vorschwebt. Arya hat Wind davon bekommen, dass ein paar Söldner vom Blood Pack einen alten Bekannten von ihr umlegen wollen. Einen Kroganer namens Oracle. Sie möchte, dass sie das verhindert. Da stand aber Patriarch und nicht Oracle. Na gut, was soll's. Welches Problem hat das Blood Pack mit dem Patriarchen? Wenn Sie Oracle kennen würden, müssten Sie das nicht fragen. Er kann einfach sein verdammtes Maul nicht halten. Manche Leute stehen gar nicht auf seine Geschichten. Vor allem dann nicht, wenn sie wirklich passiert sind. Wieso ist Arya daran interessiert, ihn zu beschützen? Oracle war in früheren Zeiten einer ihrer erbittertsten Feinde.
Jetzt hält sie sich das, was von ihm übrig ist, als lebende Trophäe. Solange er lebt, ist er ein perfektes Beispiel dafür, was geschieht, wenn man sich mit Arya anlegt. Warum kommen Sie damit zu mir? Ist der Job zu schwer für Aryas normale Gorillas? Weil Arya es so wollte. Reicht Ihnen das nicht als Begründung? Leute wie Arya tun nichts, ohne einen verdammt guten Grund dafür zu haben. Und den will ich jetzt hören. Okay. Aber Sie haben das nicht von mir. Klar, wenn rauskommt, dass Arya Oracle beschützt, könnte man ihr das als Schwäche auslegen. Und das wiederum könnten einige ausnutzen wollen. Sie stehen nicht auf ihrer Gehaltsliste. Dass Sie Oracle helfen, ist also nur ein spontaner Akt der Nächstenliebe. Das ist sehr wahrscheinlich, dass Shepard aus einem spontanen Akt der Nächstenliebe heraus dem Qorgana da helfen würde. Ich sehe es mir mal an. Gut. Oracle ist unten, vermutlich im Kreise seiner Fans. Verstecken Sie ihn, bis die Söldner sich wieder verziehen. Kommen Sie wieder her, wenn die Sache erledigt ist, dann kriegen Sie, was Ihnen zusteht. Ich komme wieder, wenn der Job erledigt ist. Viel Glück. Gut, kümmern wir uns mal da kurz drum. Diese kleinen Nebenaufträge können wir noch gern mitnehmen, so mit dem rede ich noch nicht. Wir müssen erstmal hier die Treppe runter. So, Helena Blake, die Sozialarbeiterin, die steht immer noch hier rum. Die mich immer noch total verwundert mit ihrem Sinneswandel, aber gut, was soll's. So, kommt ihr beiden denn mal? Irgendwie seid ihr ganz schön langsam und bleibt ziemlich weit zurück. So, die haben hier mittlerweile... Ja, jetzt gibt's einen salarianischen Ersatz als Barmann hier unten, auch interessant. Willkommen im Afterlife, was darf ich bringen? Oh, der kann sogar reden, das ist der Wahnsinn. Normalerweise ist das doch hier so eine sprachlose Kommunikation. Machen Sie mir einen Drink, aber bitte ohne Gift. Ja, richtig. Ich habe von der kleinen Aktion meines Vorgängers gehört. Freut mich wirklich, dass Sie überlebt haben. Ich habe Anweisungen, dass Ihre Drinks alle aufs Haus gehen. Seien Sie versichert, dass Sie keine illegalen Substanzen enthalten, sofern Sie keine bestellt haben. Schön. Gut. Das ist gut zu wissen. Hat es doch sogar was gebracht, dass wir hier vergiftet wurden. Können wir jetzt kostenlos saufen. So, wir gehen aber trotzdem mal runter und da haben wir ja den Patriarchen. Mit dem haben wir ja schon geredet, als wir das letzte Mal hier waren. War nicht immer so unnahbar. Sie sind's wieder. Hallo? Was wissen Sie über Arya? Vor ein paar Jahren... Ah, das hatten wir ja schon. Das brauchen wir alles gar nicht anhören. Sie kam zu mir. Ja. In diese Bar. Wir haben den Laden zerlegt. Ist ja alles nichts Neues. Sie hat eines... Einige Leute wollen ihren Tod. Ich soll sie in Sicherheit bringen. Ist es wieder soweit? Gute alte Arya. Im Notfall ist sie immer für mich da. Sie schickt jedes Mal jemand anders, als ob ich nicht wüsste, dass sie mich beschützt. Als ob man mich umsonst Oracle nennen würde. Ja, das haut mit dem Patriarchen im Deutschen nicht so richtig hin, da hätten sie vielleicht ein anderes Wort für nehmen sollen. Übrigens muss ich bei Oracle auch jedes Mal an Barbara Gordon denken, aus den Batman-Comics. Also, Barbara Gordon ist ja eigentlich mal Batgirl gewesen, glaube ich. Also die Tochter von Jim Gordon, vom Commissioner. Und die hat sich dann halt mit Batman zusammengetan, aber die ist bei irgendetwas, ich weiß gar nicht was, ich bin nicht so firm mit den Comics, muss ich sagen, bei Batman. Die ist durch irgendwas querschnittsgelähmt worden und danach hat sie dann quasi die Einsatzleitstelle übernommen und ist dann der Operator geworden von Batman und hieß ab da Oracle. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Oracle höre, muss ich an sie denken. Kleiner Vorschlag, um die Attentäter kümmere ich mich. Ach, was macht das schon für einen Unterschied? Meine Kämpfe bestreitet immer jemand anders für mich. Nein, Sie bleiben ein mächtiger Warlord, der seine Truppen anführt. Sie sind nicht nur Arias Trophäe. Sie sind dann also mein Krant. Na klar, wie konnte ich das vergessen? Dann los! Ich werde mich im Sieg baden, wie in den guten alten Zeiten. Der Patriarch ist schon irgendwie eine ganz schön arme Sau, finde ich. Weil er genau weiß, dass er eigentlich nur als Trophäe herumgereicht wird und dass er letztendlich eine Witzfigur ist, ne? Aus dem Weg, Mensch. Sind Sie wegen des Patriarchen hier? Und wenn? Wollen Sie etwas dagegen unternehmen? Der Patriarch schickt uns. Wir sollen alles tun, was notwendig ist. Sie sind Oracles Grant? Ich wusste gar nicht, dass der alte Mann einen hat. Sie hätten ihre Hausaufgaben machen sollen.
kurzer Prozess. So, müssen wir noch nicht mal selbst kämpfen, das ist auch interessant. Anpassung der Wörter interessant. Nicht nur biologisch, auch soziologisch. Im Gegenzug passt sich die Stadt Ihnen an. Große Konzentration. Hoffentlich werden Sie kontrolliert. Wenn Sie angreifen, wie bei meiner Klinik, sind Todesopfer wahrscheinlich. So, gehen wir mal zurück mit diesem Grant, was es damit auf sich hat. Das werden wir noch sehen. Ich glaube, das ist sogar in diesem Teil noch dran. Wenn wir in die Heimat der Kroganer gehen, da wird das, glaube ich, alles noch ein bisschen näher erklärt, was ein Grant eigentlich ist und warum ihm das so wichtig war, dass wir nicht Arias Sharegates sind, sondern dass wir für ihn arbeiten. Ist klar, er möchte nicht das Schoßhund von Arya sein, sondern möchte selbstbestimmt sich verteidigen. Einschüchterung. Sie haben es geschafft. Sie starkes, tödliches Monster von einem Menschen. Überall auf der Station geht die Kunde von meinem Sieg. Jetzt werden Sie mich wieder ernst nehmen. Nutzen Sie das aus, damit nie mehr jemand glaubt, Sie wären schwach. Dank Ihnen bin ich wieder ein Krogan. Übrigens, hüten Sie sich vor Arya. Sie findet vermutlich gut, was Sie getan haben, aber... Das ändert sich, wenn Sie das Gleichgewicht auf Omega ändern wollen. Ach, ich glaube, das erinnert Sie zu sehr an sich selbst. Keine Sorge, wir haben nicht vor, irgendwie auf Omega hier die Herrscher zu werden. Das liegt... Was? Abtrünnigen Punkte? Wofür die denn? Das liegt ganz und gar nicht in unserem Interesse. Aber zumindest haben wir dem Kroganer ein bisschen Ehre zurückgegeben. Das ist doch ganz schön. Ja, ja. Dann muss er sich wenigstens nicht ganz so elendig fühlen. Das ist doch auch ganz schön. So, dann wollen wir mal kurz... welche Richtung ist denn das? War das hier? Ach, hier. Gleich links, rechts, direkt daneben. Okay. Sprechen wir mal kurz mit Chris. Arya will mit Ihnen reden, Mensch. Sie hat gehört, dass Sie sich selbst um die Killer von Blackbeard gekümmert haben. Es heißt, Oracles Krant hätte die Männer ausgeschaltet, die ihn töten sollten. Witzig. Ich wusste gar nicht, dass er einen Krant hat. Der Patriarch hat mehr Einfluss, als Sie glauben. Verstehe. Na gut, dann sollte ich wohl in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Das hatte ich zwar nicht verlangt, aber Sie haben den Job erledigt. Brauchen Sie sonst noch was? So, über Mordin können wir schon mal gar nicht mehr reden hier, stelle ich gerade fest. Gut, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Patriarchen vorher schon zur Wahl stand. Ich glaube nicht, ne? Sie und der Patriarch scheinen eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Unsere Vergangenheit ist die Vergangenheit von Omega. Lang, blutig und für mich geht's immer gut aus. Als ich herkam, gab es auf Omega keinerlei Gesetze. Ein Ort voller Möglichkeiten. Aber der Patriarch war etwas anderes. Ein mächtiger Freund. Mich überrascht, dass Sie je etwas anderes als Rivalen waren. Wir waren 100 Jahre lang Verbündete. Vermutlich hat er dann beschlossen, dass es jetzt reicht. Oracles Verrat war keine Überraschung. Er hat die Kämpfer unserer Organisation kontrolliert und war 10-1 in der Überzahl. Aber natürlich hatten seine Männer sich an gewisse Annehmlichkeiten gewöhnt, die die Arbeit mit Asari bereithält. Klingt, als hätten sie die Regeln geändert und das Schlachtfeld verlegt. Man sollte niemals den Sexualtrieb eines Kroganers unterschätzen. Oracles Männer haben ihn gruppenweise im Stich gelassen. Am Ende haben wir beide gegeneinander gekämpft. Genau hier. Hure! Verzeihung. Der härteste Kampf meines Lebens. Aber natürlich habe ich gewonnen. Patriarch klingt nicht nach einem Namen, der einer Asari einfallen würde. Ich fand ihn witzig. Er wollte Macht und wir haben so getan, als hätte er welche. Mit einem Wort, das für mein Volk gar nicht existiert. Am Ende habe ich den Titel dann sogar ein Stück weit respektiert. Und den Mann. Sie haben ihn also als eine Art Trophäe behalten. Ja, als Trophäe. Und abschreckendes Beispiel. Immer wenn jemand vorhatte, sich gegen mich zu stellen, habe ich ihn an den Patriarchen verwiesen. Würde ist eines der wenigen Güter, die man auf Omega nicht bekommt. Interessant. Bitte weiter. Brauchen Sie sonst noch was? Eigentlich danke. Nicht. Danke. Vielleicht komme ich später wieder. Warum suchen Sie sich nicht ein nettes Mädchen, das Sie bis dahin warm hält? Ja, ja, ja. Sie sehen aus, als könnten Sie ein wenig Entspannung brauchen. Nicht hier. Ich glaube, da fängt man sich Krankheiten ein. Hier gibt's nichts zu sehen. So, dann gehen wir mal zu den Anwerbern. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Mhm. Warum kommen Sie nicht rein?
Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Könnte man so sagen. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn sie draufgehen, bekommen ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten. Und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Blood Pack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist es wohl wert. Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es ihnen nicht passt, heuern sie nicht an. Aber wenn sie ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er sie alle erwischt? Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vorcha aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Ein Fünfjähriger kann eine Waffe benutzen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt. Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Ein Leben gerettet, ist das nicht schön? Konnten wir mal wieder eine gute Tat vollüben? 7 Wurbelpunkte, sehr schön. So, und damit können wir uns dann auch direkt zum Ausgang des Afterlife machen, denn davon werden wir direkt abgeholt. Klingt, als ob Archangel eine ziemlich harte Sau wäre, ne? Und als ob er ganz schön heftig kämpfen kann. Da können wir uns auf ein nettes Gefecht einstellen. Aber wir schauen mal, was es da so gibt. Hier drüben ist das Depot, das gemeint ist. Und da ist auch schon der Fahrer, der auf uns wartet. Los geht's. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Gut, dann schauen wir mal, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Ich sag mal so, ich werde sehr froh sein, ihn im Team zu haben, den Archangel. Ich weiß ja schon, wer es ist. Ich kenne ihn ja schon. Aber ich will natürlich nicht zu viel verraten, von daher sage ich jetzt noch nicht mehr dazu. Ich glaube, ich nehme sogar nicht mal die zwei im Kampfeinsatz. Oder? Ach klar, warum nicht? Biotik habe ich selber, die können mal was anderes machen, die beiden. So, die Waffen können sie ruhig so behalten. Da haben wir mal wirklich nur schwere Pistolen und automatische Pistolen dabei. Also gut, ich habe noch den Raketenwerfer, aber ansonsten andere Waffen sind nicht im Einsatz. Mal schauen, wie das klappt.